Schädel haben. Und dieses Inhaftieren in selteneren Fällen, auch in Klassen, machte die Gestapo. Und die kleine Staatspolizei war hier drüben drin. Die Verhaftete, wie wir schon sagten, sind nur drei Nachbarreden. Ohne Gerichtsprozess. Der deutsche Volkskörper muss vor dem Volksschutz. Jeden Morgen wurde hier die Nazifahne gehisst. Und Tausende von Häftlingen mussten dann im Lager auf dem Appellplatz zum Mordappell kommen. Und wenn die Fahne hochging, auch eine Dinge ins Schlafraum und die Mütze vom Kopf auf, die Fahne grüßen. Hier wird mal einer mitgemacht. Das war evangelischer Pfarrer, Paul Schneider. Da war ein Steingebäude 420. Und wo heute der Wald ist, der ist erst nach dem Krieg wieder hochgewachsen. Früher ging es da noch mal 300 Meter bergunter, fast bis zum nächsten Dorf. Dort, wo heute der Wald ist, das war früher in der Nazi-Zeit diese sieben Sterbelager. Und über 10.000 Menschen werden hier angekommen. Und dort werden wir nicht auf die Wörter sterben. Die sagen, hey, ich war mal schnell in den Wald. Und hier ist auch die Kutsche Menschen. Als wir gut waren, wir gleichzeitig 48.000 Menschen. Wir standen auf dem Berg. Hier das Gebäude mit dem roten Dach ist heute ein sehr gutes Museum über die Nazi-Zeit, einige Geschossen-Teil, hinter uns das Museum über die sowjetischen Zeit. Das ist ein Gebäude. Also neue Flöhe Wanzen gab es ja am Hof. Und einmal im Monat mussten immer blockweise die Kleidung der Häftlinge dort in die Desinfektion, die wurden hinaus. Dann haben die Häftlinge, die 200 Mann in einer Holzbank auch im Winter nackig gesessen. Wechselsachen gab es ja keine.